so. Tut mir leid, Barzi, ich wollte das nicht. Nee, das kann ich hier nicht anschließen. Das Licht können wir nicht anschließen. Sonst hängt es am Notstromkabel. Notstrom? Oh. Das wäre nicht so cool. Was wollte ich hier hinten noch bauen? Lass mich mal ganz kurz was schauen. Und zwar die, wie viel Temperatur haben wir aktuell auf dem, auf den Tanks? Notstromindikation. Oh, das Licht. Oh, das ist. Da ist schon die. Das funktioniert, Zappes! Was denn? Schau mal, es funktioniert. Ich schaue auf deinen Stream, aber was genau sehe ich? Alles. Die Warnung, dass ein Filter leer ist. Ja, und auch, dass die Farben schön sind. Ist genauso, wie wir es vorhatten. Genauso. Es funktioniert einfach. Und ich freue mich da gerade drüber. Ich sag jetzt nicht, dass das selbstverständlich war, weil es ich ja gemacht habe. Ja, aber ich freue mich da einfach drüber. Ich bin einfach gefesselt davon, ja. Ich finde es so schön. Du bist wahrscheinlich der erste Mensch seit sehr, sehr langer Zeit, der durch meine Programmierfähigkeiten Freude empfindet. Ja. Das finde ich toll. Das ist noch schöner. Das finde ich jetzt, das freut mich jetzt noch mehr, ja? Jetzt bin ich gleich so ein Grinse gleich im Kreis, ne? Ich empfinde das jetzt sehr befriedigend. Oh. Hm. Ja, nichts Geringeres wünsche ich mir. Pass mal, Obacht. Jetzt gucken wir mal gerade. Das funktioniert jetzt mit dem, was wir eigentlich vorhatten. Nämlich, wir hatten ja hinten gesagt, pass auf, wenn du CO2 im Tank hast und unsere Base nicht mehr die Temperatur hat, den Druck hat, dann blast das ganze Zeugs da mal in die Prärie raus. Also funktioniert das zumindest schon mal. Funktioniert auch. Und das ist das Ventil, das hier hinter, glaube ich, läuft irgendwie. Oder so. Alice im Wunderland, Grinsekatze. Ja! Zappes loben, aber hallo. Hast du an Zappes gezweifelt? Nein, ich freue mich einfach, dass es funktioniert. Nicht, dass ich an Zappes gezweifelt hätte. Mir geht es eigentlich nur darum, ich freue mich, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied versteht, aber es ist so... Einfach, ist einfach, immer kommst du rein und denkst dir so, yes, einfach, es funktioniert einfach, wie es soll und es ist einfach, schaut schön aus, es erfreut mich. Sehr. Also, ich kann das absolut nachempfinden und freue mich sehr drüber, weil, wie gesagt, so ein zufriedener Kunde, ne? Ach. Immer schön. Ja, schon. So. Zufriedener Kunde. Ich sehe gerade, wir haben wahrscheinlich demnächst das nächste Problem. Und zwar, wir bauen ja die ganzen Medium-Filter aktuell. Und die laufen mit Konstantan, werden die gebaut. Und Konstantan haben wir wohl nicht mehr so viel. Ja, sei froh, dass wir nicht komplett auf großen Filtern sind. Die brauchen es da, Leute. Ja, sie hasse ich ja wie die Pest. Sind aber dafür auch echt fett. Ja, ich weiß, ne? Die halten ewig. So, damit haben wir hier jetzt wieder glückliche Zustände geschaffen. Den Rest, der schaut noch relativ gut aus. Müssen wir noch nicht ran. Den Schrank mit Ersatzfiltern, ja, das ist auch noch so eine Baustelle. So. Hatte ich nicht Schränke gebaut? Dass es keine Möglichkeit gibt, den Filtertausch zu automatisieren. Ja. So einen hydraulischen Arm meinetwegen oder irgendwie sowas, ne? Ja, oder wenn man da mit Amy was machen könnte oder so, das wäre cool. Haben wir auch gar noch nicht gehabt, ne? Ich habe den auch noch nie benutzt, den Bot, ehrlich gesagt. Ich habe den nur in irgendwelchen YouTube-Videos gesehen, was Leute so damit gemacht haben. Und das war schon irgendwie schnuffig, aber viel mehr als Erz einsammeln kann man damit eigentlich nicht tun. Also kann dieser Bot selbstständig abbauen? Nee, aber er kann einsammeln. Also ich laufe quasi los ohne Mining Belt und dann liegt das Zeug da in der Mine zum Beispiel und dann kommt dieser Bot und sammelt ein und gibt dann an einen Schacht ab oder so. Das hat zum Beispiel einer gemacht, bei dem ich das im Stream gesehen habe, ja. Kann der Bot auch ernten?
Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber zum Ernten würde ich normalerweise tatsächlich dann auch eher den ganz normalen Harvey verwenden. Der ist ja dafür da. Ja, ja. Also, Nee, ich meine jetzt, man könnte ja, also den Harvester kannst du ja genauso einsetzen im Prinzip. Du kannst ihm, glaube ich, auch sagen, dass du oder dass du willst, dass er zum Beispiel Samen erntet. Ja. Na ja, gut, dann ist der Bot auch dafür sinnlos, ne? Also dann, ja. Es ist jetzt nicht direkt so, dass du ihm sagen kannst, dass du das willst, aber du kannst dafür sorgen, dass er es tut. Aber kannst du dem Amy-Bot vielleicht auch sagen, dass er was schweißen soll? Ich weiß es nicht. Das wär halt hilfreich, ne? Wenn du sagst, hey, pass auf, ich tu das jetzt hier hin, hol Stahlplatten, leg die zum Beispiel in das Gerüst rein und er fährt dann die ganze Zeit hin und her und holt Stahl aus einer Maschine zum Beispiel. Und bringt die dann raus, tut die dann da rein. Das wäre halt mega. Parzibert ist schon wieder am Wand konstruieren. Ja, brauche ich. Brauche, das ist so wie das sind so wie in die Siedler die Grenzsteine. Ja, genau. Ich muss ganz kurz weg. Schon ganz wieder? Kurz. Was ist denn, Patsy, heute? Heute bist du aber ganz, ganz wild. Was heißt da? Ich bin schon wieder. Ich bin das erste Mal weg. Was gerade eben wolltest du schon mal weg? Nee. Hast gesagt, ja. Ich würde dann mal weg. Ja, ich möchte von der Venus weg. Ja. Ach so. Ich habe gedacht, du bist schon wieder einfach lost. Nee. Diesmal nicht. Vorher muss ich noch atmen. Da wird mir gerade gesagt, ja. Stimmt. Einmal durchatmen. Ich bin gleich wieder da. Jo, hau rein. Bis dahin ist Code Blue wahrscheinlich dann auch wieder da. Oder schon da? Ja, der faselt schon bei sich im Stream. Ich hab einen Mute, deswegen weiß ich nicht, was er sagt, aber. Bla bla bla. Sein bla 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 bla. Blutheizendes Antlitz ist zu bestaunen und die Lippen bewegen sich. Ein kleiner Bergbauroboter, der automatisiert werden kann, um Erze zu suchen, abzubauen, abzurufen. Okay. Amy wird durch Stürme beschädigt und kann nicht mit Duct Tape repariert werden. Oh, super. Oh. Das ist ja dann auf der Venus genau das richtige Werkzeug. Ja, ich glaube eher, dass wir haben einen Code Blue Bot. Der wird auch nicht durch Stürme beschädigt. Und ein Zappes-Bot. Ja, der ist auch ziemlich sturmfest, aber verliert immer die Orientierung. Oh, 38 Grad oben. Das ist langsam ein bisschen viel, du. Ja, unten wird es schon besser. Also unten haben wir schon 33 Grad. Der Austausch ist jetzt durch. Also das Schlimmste ist geschafft. Die Kühlung läuft auf 25,6. Hast du mit deinen portablen Klimaanlagen gemacht? Hä? Was hast du mit deinen portablen Klimaanlagen gemacht? Die laufen alle. Also alle ist relativ. Zwei wurden abgebaut. Nicht. Weil ich frage mich gerade, ob es vielleicht nicht ganz sinnvoll wäre, eventuell ein paar davon oben in das Gewächshaus zu stellen. Weil da möchte man ja dann doch lokal eine halbwegs gute Temperatur haben. Ja, die kannst du auch nur auf warm oder kalt stellen, ne? Ach so, du kannst die nicht auf eine bestimmte Temperatur einstellen. Nee, das kannst du nur mit den richtigen Klimaanlagen und die haben ja die Effizienz des Todes. Also, was heißt die Effizienz des Todes? Also, könntest mit einem Waste-Rohr oben rausgehen, dann müsstest du oben wieder Radiatoren setzen und dann könntest du... das ist halt schwierig, weil, ne, also du könntest oben so eine Art Mikro-Ding einstellen und sagen, hey, pass auf, kühl einfach immer auf 20 Grad runter zum Beispiel. Das ginge schon, aber das Problem ist halt, weißt du? Ja, nee, das ist nicht optimal. Dann lieber alles zentralisieren mit deiner Kühlkette und dem ganzen Kram, was du gebaut hast. Das soll eigentlich sollte das besser funktionieren. Ja. Partybär. Hallöchen, was zentralisieren? Alles. Die Klimaanlage. Also, wir hatten gerade kurzzeitig drüber nachgedacht, ob es Sinn ergeben könnte, Klimaanlagen ins Gewächshaus zu stellen, aber... Der Aufwand wäre einfach zu groß, weil wir ja keine Möglichkeit haben, ein vernünftiges Kühlrohr irgendwo draußen irgendwo hinzukriegen. Außer wenn wir auch nicht 163 Grad kühlen wollen, das ginge. Oben bei den Ankommen dürfte das ja kein Problem sein mit dem Rohr nach außen.
Ja, schon, aber die funktioniert ja nicht. Schon, weil die Außentemperatur so hoch ist. Das stimmt, ja. Die Klimaanlage erwartet sich ein Kühlrohr, das idealerweise kälter ist als die Innenluft. Ja. Das ist das Problem bei der. Das funktioniert halt nicht wirklich. Also, es wird wahrscheinlich so um ein halbes Grad hin und her, würde sogar so eine Klimaanlage tatsächlich was helfen. Aber das bringt halt uns in dem Fall auch nichts mehr. Weil dann ist es wichtiger, dass die Base auf dem optimalen Niveau ist, weil wir wollen ja irgendwann uns auch vielleicht mal ohne Anzüge durch die Base bewegen. Nackig quasi. Bitte, Patsy? Nix. Kostverächter. Was? So. Soll ich endlich die Wände weiter platzieren? So, jetzt könnten wir das hier aufmachen und könnte ich den Druck hier zumindest in Teilen in die Base lassen. Aber das wollen wir nicht. Also ins Kühlrohr erstmal. Aber das hat 700 Grad, das nutzen wir jetzt noch nicht als Abluft. So. Okay, das hat hier 261 Grad, das ist völlig human. Gut. Da kommt ein Goat. Der Kotblue. Connectet da wieder inkognito, ne? Ja. Denkt, das kriegt keiner mit. Ja. Alle warten. Und dann plötzlich eine Gasflasche in Schmelzraum. Ja, ja. Und plötzlich eine Explosion. Er ruft einfach einen Händler, der in die Base reincrasht. Kotblue. Ich hätte auch gern einen Händel. Ein Händel. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Hallihallo. Ne? Hallo. Ihr Süßen. Ja. Na du? Hallöchen, und? Hallöchen. Wie ist dein wertes Befinden, Kotblue? Ja. Ja. Ja, es wertet. Also ich würde sagen, mein Abend wird aufgewertet, indem ich Zeit mit euch verbringe. Schon lieb, ne? Ja, das also hauptsächlich Zappes, aber ja. Die anderen beiden sind da auch ganz okay. Ich finde es sehr, sehr schön, wie wir hier nicht nur so eine allgemeine Bromance haben, sondern auch so mit Unterströmungen und Instinkten. Ja. Da können wir auch eine Reality-Soap drauf machen. Ja, ja. Auf einer einsamen Insel. Ja. Venus. Also, wer mag, ist gerne zu Sons of the Forest eingeladen. Das ist so ähnlich. Kriegt ihr bloß keine Rose am Ende des Tages, ne? Ach Gott, ey. Also so eine schöne Staffel gute Venus, schlechte Venus. Du Händel, oder was? Du Hot to Händel Venus Edition. Mit Yvonne Katterfeld als Pazi. Pazi, was hast du gerade gesagt nochmal? Sag's bitte nochmal. Du Hot to Händel. Ich höre nur Händel und bin raus, ne? Das war mal klar, ja. Ja. Wäre echt geil. Ein richtig schönes Ich habe heute noch nichts gegessen, ey. Geil. Noch gar nichts? Warum nicht? Weil ich auf der Couch eingeschlafen bin. Obwohl ich nicht vorhatte, einzuschlafen. Ich hatte eigentlich vor zum Kochen. Und ist nichts geworden einfach? Nee. Die Augen waren schwerer. Das Problem kenne ich. So, okay. Dann haben wir das erste Problem hier schon mal gelöst. Jetzt kommt das zweite Problem. Apropos Probleme. Probleme, oder? Ja. Ich bin bereit für Probleme. Nein, ich nicht. Ich kann mich noch nicht bewegen, glaube ich. Ah, jetzt bin ich wieder am Leben. Sehr schön. Am Leben sogar? Ja, 200% Cognition Low ist da. Uiuiuiui. Was denn passiert? Ich stand im Gewächshaus. Ich glaube, das reicht. Ah, da ist gerade so ein bisschen Sahara. Wer ist denn die Sarah? Haben wir einen neuen Mitspieler? Ja. Ja. 36 Grad und es wird noch heißer. Mhm. Aber jetzt macht den Beat nicht wieder leiser. Nie. So, hier haben wir nochmal einen Stack. Jetzt sind wir schon mal... Also pass auf, Kublu, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dem Händler-Update. Ich habe kurz in die Patch-Notizen drüber geguckt und dachte mir so, ja. Also wir brauchen ein Landepad. Also nicht nur ein Landepad, sondern auch eine Runway, wo die starten und landen können. Da muss lang genug sein, dass die genug Zeit zum Bremsen haben, sonst rasseln sie einfach Vollgas in die Base rein. Ich würde es ganz gern mal sehen. Wir können das ja testweise auf einer zweiten Runway probieren. Ja, deswegen müssen wir jetzt unsere komplette Logistik oben einmal neu bauen.
Und solange können wir keinen Händler holen. Solange keine Aufzüge baut, ist alles gut. Ja, ja. Wir haben, im Übrigen, das hast du ja, ja genau, da bist du ja wieder. Das hast du gesehen, wir haben wieder aufgemacht. Also es ist jetzt, deswegen ist die Base auch so warm. Weil wir das halt hier rein entlüftet haben. Ein Zwerg verlängert. Achso, ja, genau, stimmt. Drachenstein! Wichtigste Frage für mich, was machen die Öfen aktuell? Brennen Kappler. Die oder? Dankeschön für 19 Monate im Prime Reset. Nee, sie nicht mehr anmachen. Ja, wir können die Öfen nicht anmachen, weil wir wissen nicht, ob sie noch brennen oder nicht. Und ich habe einen Feuerlöscher dabei, zur Not. Wir können es ja mal testen gerade. Es gibt da ja diese Anforderung an den Herrn Zwerg, die Öfen einzubauen und einzuwanden mit Absaugung des Sauerstoffs. Aber der macht das ja nicht, der faule Sack. Nee. Ja, das ist normal. Das kennen wir. So ist, das aber ist Zwerg. Zwerg spielt ja auch viel so Wirtschaftssimulationen. Und dieses Trader-Update ist ja technisch gesehen nichts anderes als die Erweiterung des Wirtschaftssystems. Also hat er natürlich jetzt einen ganz großen Fokus darauf. Ich habe gerade einen Fokus auf den... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, alles klar. Okay, die brennen noch. Also bei mir ist nichts, war nichts am Brennen. Bei mir sah es gut aus. Aber mir hat es gebrannt, ja. Nee, war nur interessant zu wissen, weil ich ja... Falls ich dann doch mal irgendwann Richtung Buddle-Action gehen möchte heute. Ja, Zappes war schon vorhin ein bisschen los, ne? Also, es unleashed. Ich komme gerade wieder zurück. Oh, sogar, Mensch. Vorausgesetzt, ich finde irgendwann mal zurück. Da ist im Moment das eigentliche Problem zu suchen. Hast du ein Tablet? Zwerg und ich sind, in die Richtung kannst du gehen. Ja. Also hier ist der, also ich stehe quasi an deinem Ausgang. Nur Kohle, echt jetzt? Wirklich? Ja, irgendein Lu macht da immer Quatsch rein. Sag mal, was ist denn eigentlich hier drauf? Nix. Was ist das für ein, warum ist denn hier ein Waste-Rohr? Ich weiß nicht mehr, warum wir das da reingebaut haben. Naja, irgendwann findet sich schon was. So, gut. Also wir gehen jetzt also eine Runde melzen, sag ich schon. Ja, so ähnlich. Wir wollten noch auf dich warten und dann wollten wir oben mal kurze Lagebesprechung machen. Ja, dann auf. Ja, müssen wir noch was mitnehmen? Freies Inventar. Ich nehme auch noch mal so mit, was geht. Was machen wir denn? Frames erstmal. Warmes. Leitungen packe ich mal hier rein, die brauche ich gerade nicht. Speisen wir direkt nochmal neue Frames an. Hinten, der läuft schon mit Cheats gerade aktuell. Ach so. Ja. Weil die brauchen wir auch noch in Mengen, die haben wir noch gar nicht. Pazzi, sie fliegen. Schau mal, wie schön er das macht da oben. Wenn man in der Luftschleuse, während die depressurized seinen Kanister aufmacht, seinen Waste Tank, das ist ja irgendwie so ein bisschen wie in der Dusche bieseln. Ja. Da saugt's alles weg. Ja. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie viel haben wir hier hinten? 25 Grad hinten schon, 24. An der 21 direkt an den Kühlanlagen. Okay, also es wird besser in der Base. Ich gehe noch mal ganz kurz zum Gewächshaus gucken und mal ein Lugi-Lugi machen, was da oben ist. Oben, also es ist ein Grad kühler geworden. Ja, das wird schon passen. Ich wollte gleich eh nochmal hoch und meine Pflanzen mal gucken, was so läuft. Und dann rede ich ein bisschen mit ihnen, dann wird das schon. Oh cool, hier brennen nochmal wieder die Batterien im Eingangsbereich. Soll ich da mal kurz löschen gehen? Ja, bei mir auch. Was ist denn nun mit euch? Da sie mit 28 Grad brennen, ist es noch halb so wild. Das ist okay. Gibt es Elemente, die bei 28 Grad anfangen zu brennen? Elemente? Naja, Wasserstoff mit Sauerstoff dürfte bei 28 Grad bereits problematisch sein. Ab 30 auf jeden Fall. Oh, ich muss mal wieder Sauerstoff tanken, sehe ich gerade. Oh, das ist spannend. Jetzt warte mal, jetzt können wir mal hinten testen, wie viel da noch in der Leitung drin ist und wie viel ich dann rausnehme. So. Ich kann das
Bier noch. Zuflex, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream. Hi. Ich nicht mehr hier oben. Sehe ich alles zum ersten Mal gefühlt. Was? Was ihr hier alles oben hingebaut habt. 5 Megapascal bei 50 Grad. Ich schüttel wieder den O2 weg, ja. Ja, Zwerg. Ja, ist nett. Funktioniert ganz gut. Wie viel haben wir jetzt drin? Immer noch 5, weil er von unten nachfüllt. Geil. Funktioniert. Aber wir haben nicht krass viel. Also wir haben, es geht so, aber viel haben wir nicht. Ja, ist okay. Ich habe jetzt eigentlich die falschen Wände verwendet, ne? Wir haben wieder 6 neue Daga-Fahrende. Oh, da muss ich mal hochkommen, Mensch. Wie weit bist du denn jetzt? Du bist ja jetzt schon richtig weit von dem. Müsstest du in der zweiten Reihe Daga sein, oder? Ja, ich fange jetzt an, hinten am Fenster entlang. Hinten am Fenster entlang halt zu befüllen. Oh. Da habe ich jetzt gerade den ersten Schwung gesetzt, ja. Jo. Okay, wir haben mittlerweile hier 3,45% Sauerstoff. Oh, was ich da mache. Ich mache das falsch gerade. Also je mehr Dagas kommen, desto schneller geht das einfach mit dem Sauerstoff. Den müssen wir halt nur abfischen, weil der kommt dann halt bei 35 Grad statt 50 Grad an. Und dann müssen wir nicht, dann haben wir dann nicht so ein Problem, wenn wir so viel Gold machen. So. Das Vorrohr kommt noch mit 250 Grad an? Warum? Manchmal diese Punkte hier. Bitte? Nee, vom Abbauen der Wände, manchmal die Drehpunkte sind etwas komisch. Mhm. Von hinten kommen da 250 Grad raus, aus dem Raum selber. Okay, das ist völlig in Ordnung. Gut, dann, Zappis, du warst ja jetzt auch, bist du schon fertig? Nee, ich kümmere mich gerade noch um den Weizen. Okay, weil dann, ich gehe schon mal raus und schau mir das mit, ich weiß, Koblu, bist du draußen? Ich bin draußen. Okay. Und warte sehnsüchtig nach einem Zwerg, der mir mit seiner sanften Hand zeigt, wo es denn lang geht. Ich kann das nur grob. Seine sanfte Hand, ey. Oh Gott. Als echter Grobmotoriker, ja, kann ich nur sagen. Ja. Ja. Die Schleuse läuft, also mal gucken. Hallo? Nee, das ist ein bisschen. Das ist schon. Gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns mal draußen auf der Landeplattform, wo der Händler ist, für alle, die gerade Luft und Zeit haben. Ja, beides wäre ja, gut. Moment. Weil dann können wir nämlich mal ganz kurz besprechen, ja, wo es schön oder wo es cool wäre. Wir können das ist ja ein Dialog, ne? Ich bitte um Veto. So. Landeplattform. Hm? Oben auf dem Dach. Ich bin eine zu hoch. Wo bist du denn schon wieder? Ich habe sie gefunden. Ach. Bin auf der. Bist du beim Parzi wieder aufs Dach gestiegen? Ja, ich bin Parzi wieder aufs Dach gestiegen. Ah, verstehe. Mein größtes Hobby. So, ich bin da. Jetzt warten wir nur noch auf die anderen beiden Chaoten. Ja, ich bin noch unterwegs. Ja, wunderschön. Unterwegs. Das wäre doch hier geil. Oh, das wäre großartig. Ich hab schon Ideen. Weil es gut wäre, wenn wir hier die ganzen Anschlussgeschichten weiter hier durchleiten könnten, weil da kommt mit Sicherheit noch das ein oder andere mehr an Sachen hinzu oder muss weg, was wir an die Händler handeln wollen. Ich stelle mir da unter anderem auch Gase und so weiter vor, die wir verkaufen können, standardmäßig. Oder eben, ja, keine Ahnung, alles, was wir sonst so finden. Flüssigkeit haben wir jetzt noch nicht. TM, moin, grüß dich! So, das ist ein Partywert. Ich komme auch mit hoch zu Koblu. So. Ach, schön hier. Hast aber auch ein schönes Plätzchen hier ausgesucht. Das ist schon fast ein Geheimtipp. Ja.
Ja. So, ist nett hier. Es ist jetzt mein neuer Lieblingsplatz. Es ist unser geheimer romantischer Platz. Der ist nur für uns. Oh. Die anderen kennen den noch gar nicht. Ja, schön auf den Solarpanelen hier. Ja. Kann man sich auch als Sonnenliege verwenden. Vielleicht können wir Pazzi nur schreien, wir haben keinen Strom. Ja. Wer läuft auf dem Solar? Ah, Entschuldigung. Runter von meinem Solar. Solar. Ja. Er ist frisch gemäht. Ja, genau. Oh, da fliegt jemand aber hoch. Ui, 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 ui. Eher frisch poliert. Da kommt einer heiß rein. Boah, das so Zappes, ey. Schön, schön. Gekonnt ist gekonnt. Ich kann halt fliegen. Ich bin begeistert. Immer wieder aufs Neue. So, jetzt warten wir alle nur noch auf Parzibert. Also wir warten immer, auf Parzibert eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, warum der überhaupt noch mitspielt. Da ist er. So. Ich meine natürlich, hallo Parzi, schön, dass du da bist. Also pass mal auf. Meine Überlegung war gewesen, hier, warte kurz, ich gehe mal hier runter, an die Verlängerung hier in die Prärie raus, einfach so ein angehobenes, so eine Elevated Runway dran zu bauen. Da, wo jetzt hier diese jetzige Kerbe sozusagen hier ist, haben wir ja auch noch Platz. Und das würde ich als Hangar für die Fahrzeuge machen. Das müsste auch eine gute 6er Breite abdecken. Wir brauchen aber noch eine gewisse Höhe. Ich denke mal, 6x6x6 braucht der Landeplatz mindestens. Wo wir den Hangarbereich machen können. Und dann gehen wir einfach quasi, wenn man das jetzt so als Hangarbereich hier mittig sieht, ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir die Runway hier auf die gleiche Höhe einfach langziehen würden. Dann kommen wir mit dem Boden nicht in Gehege, wir müssen nichts abgraben oder so ein Blödsinn, sondern ziehen das einfach nach vorne und bauen halt unten, damit es cool aussieht, ein paar Stützen ran und verkleiden das dann schick.